So, eingetragen habe ich alles. Dann würde ich sagen, sind wir startklar und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ist noch sehr, sehr früh. Aber nützt nichts. Wir müssen zum Ausladen. Das Schöne ist ja auch, heute werden wir das Ganze auch schaffen. Aber bis zur Fähre haben wir es jetzt nicht mehr weit. Und wenn wir dann leer sind, dann heißt es in der Dispo anrufen, fragen, was jetzt als nächstes ansteht. Ich denke mal, dann werden wir noch wieder neu laden und uns dann wieder weiter in die Richtung bewegen, wo auch immer es hingeht. Schauen, ob wir denn hier oben in Skandinavien noch bleiben oder ob sich da irgendwie was Neues ergeben hat. Kollege Jeff, der ist ja in Polen unterwegs oder wie ich es genannt habe, in Kreisverkehr Hausen. Der hat da ja die richtige Ecke erwischt. Das solltet ihr mal reingucken, wenn euch das interessiert, was er da so erlebt hat. Also das war schon nicht ohne. Marian ist mir ja quasi dicht auf den Fersen. Der wird ja auch am gleichen Fährhafen ankommen wie meine Wenigkeit. Allerdings fährt er dann rüber nach Finnland. Ich mache da ja diesen kleinen Stopp in Mariehamn. Auch schon mal geguckt, wo wir dahin müssen. Bitte links halten. Und bei dem Laden, da waren wir schon schon mal. Die Einfahrt da ist ja so ein bisschen die Ausgeburt der Hölle. Sag mal, da gibt es auch schlimmere Sachen. Das Schöne ist ja, dass der DAF hier wirklich wendig ist. Das war mir, als ich ihn das erste Mal gefahren bin, gleich aufgefallen. Also, trotz seiner Größe ist er wirklich, bitte links halten, sehr, sehr wendig.
Und ich habe es ja schon mal erwähnt, solltet ihr vor meinen Videos Werbung haben, liegt nicht an mir, macht YouTube von sich aus. Ich kann da auch nichts dran ändern, also nur noch mal so als kleiner Reminder. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Keppelskär, da wollen wir hin. Hier geht das aber mal gut bergauf. Diese Jahreszeit hier ist noch echt angenehm. Nur Spätsommer. Aber Winter, der ist hier oben denn anders stressig. Was wird das jetzt hier mit dir, Audi? Nutzt sie vorbei. Hier oben jetzt so um diese Jahreszeit Urlaub machen, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Guckt euch das mal hier an. Das ist doch ein Träumchen. So kann man es aushalten. Ja, mit der Fähre ist soweit schon alles geklärt. Biege nach links ab. Da kommen wir also auch gleich dann rüber. Immer geradeaus. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Oder so ähnlich.
So, dann werde ich noch mal kurz eben da reingehen, den Rest noch alles klären und dann geht's da drauf. Aber das alles nicht so spannende Sachen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir drüben dann von der Fähre runterfahren. Also bis gleich. Und willkommen zurück. Ihr seht, ihr habt nichts verpasst. Wir sind gerade von der Fähre runter. Haben es jetzt auch nicht mehr ganz so weit. Biege nach links ab. Aber ich sehe gerade was. Wir haben die 4000 Kilometer voll gemacht. Dürfen wir hier auch noch mal rum? Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Jetzt wird es gleich interessant bei den Kunden. Wie gesagt, da waren wir, war ich schon mal. Ich glaube, ich war auch mit euch zusammen schon mal da. Es müsste dann aber, glaube ich, noch zu Transfahrzeiten gewesen sein. Dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Biege nach rechts ab. Endlich, wir sind da. Was heißt hier endlich? Hier endet es. Das passt. So, das haben wir schon mal geschafft. Morning. Yeah, I'm here to deliver the chocolate. Okay. Okay, it's fine. Okay, thank you.
Beide Rampen frei, aber er sagt, ich soll mich erstmal hier hinstellen. Okay, wenn er das so sagt, dann machen wir das so. Dann würde ich hier mal warten auf die Dinge, die so noch passieren werden. Und das mache ich aber ohne euch. Wir sehen uns dann, denke ich mal, gleich wieder, wenn wir uns zum nächsten Kunden aufmachen, zum Laden. Also, bis gleich. Ja, also ich bin jetzt leer hier. Okay, die wissen da auch schon Bescheid. Das klingt doch wunderbar. Und wenn ich dann abgeladen habe, dann geht's direkt zur... Ah, okay. Wisst ihr da auch schon, wie es dann weitergeht? Okay, dann einfach melden. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, dann mache ich mich mir da auf den Weg hin und dann melde ich mich, wenn ich dann angekommen bin und wieder leer bin, beziehungsweise das seht ihr dann ja. Okay. Jo. Bis später. So. Willkommen zurück. So. Jetzt heißt es hier erstmal wieder rausfahren. Ohne irgendwas kaputt zu machen. Mal gucken, dass wir da vernünftig rüberkommen, ohne dass wir mit den Flanken irgendwo dran lang schrabbeln. Ja, vor der Kehrmaschine kommen wir auf jeden Fall noch um. Den schaffen wir auch locker. Ja, jetzt wird es interessant. Und wir müssen nämlich hier runter. Und das am besten auch wieder ohne irgendwas zu berühren. Das sieht aber gut aus. Die erwarten mich hier auch schon, das ist gut. Erstmal heißt es jetzt hier einmal wenden bitte.
Ja, das haben wir schon mal. So, und jetzt schön da ans Tor ran. Ja, dann werde ich mal die Türen aufmachen und dann hier soweit nur alles klar machen. Ja, ich weiß, heute sind ein bisschen viele Schnitte drin, aber wie gesagt, was jetzt passiert, ist nicht unbedingt wirklich sehr spannend und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch, wenn ich wieder von der Fähre runterfahren, weil für dieses kurze Stück werde ich jetzt gleich die Kamera nicht anmachen. Also seht's mir nach. Wir sehen uns denn also gleich wieder, wenn wir von der Fähre runterfahren. Bis gleich. Nicht weglaufen. Immer geradeaus. So, und wie versprochen, wir fahren von der Fähre runter und ihr seid wieder mit dabei. Weil das waren jetzt wirklich da drüben, lass es 2 Minuten bis zur Fähre gewesen sein. Da habt ihr also wirklich nichts verpasst. Und für die Schlauen Immer unter rechts euch, ab. ihr habt ja schon am Anfang gesehen, wo es jetzt hingeht. Für alle die, die nicht drauf geachtet haben, wir fahren nach Erfurt. Weil das Schöne ist nämlich, in Erfurt werde ich dann diesen Auflieger abstellen. Da wird mir dann in der Werkstatt werden mir meine Palettenkästen untergebaut. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann kann ich ja noch mal ein bisschen mehr Krimskrams noch mitnehmen, was ich so brauche. Weil das jetzt aktuell doch ein bisschen alles ein bisschen semi-optimal, was den Platz angeht. Und man will ja auch nicht immer alles hier irgendwie im LKW drin haben. Am Kreisverkehr zweite Und so kann ich Ausfahrtlinie. mir das dann schön noch mit in die Palettenkästen mit reinpacken. Nimm diese Ausfahrt. Wie es dann allerdings von Erfurt weitergeht, das konnten sie mir noch nicht sagen. Es wird definitiv weitergehen, aber halt erstmal mit einem anderen Auflieger. Wo jetzt hier denn die Seitenverkleidung abbauen, Palettenkästen runter,
Dann müssen die ja auch noch die richtige Farbe haben. Das wird ein bisschen was dauern, jetzt auch keine Ewigkeit. Aber solange jetzt den LKW stehen lassen, wäre auch Blödsinn, weil zu fahren gibt es wirklich genug. Mal gucken, vielleicht kriege ich dann eventuell von Marian die Plane. Oder ich fahre einen Kundenauflieger, ich weiß es noch nicht. Nur da jetzt zu mutmaßen, das bringt auch nichts. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Aber dass ich dann meine Palettenkästen reinkriege, das freut mich wirklich sehr. Ja, Fahrzeit hätten wir eigentlich noch mehr als genug. Aber die Schichtzeit, die wird uns heute einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist halt das Problem, wenn du dann da immer die Fährfahrt dazwischen lässt. Aber ein bisschen was werden wir heute noch schaffen. Bitte links halten. Ich bin dabei. Irgendwo hier war doch auch diese komische Auffahrt, wo ich damals mit dem MAN einen gekillt habe. Ich glaube, das müsste doch hier die sein. Oder war das eine andere? Das war auf jeden Fall irgendwo hier oben in Schweden, das weiß ich noch. Eine ganz blöde Auf- und Abfahrt. Bitte links halten. Das war auch ein Hin und Her mit der Versicherung. Na, so ein bisschen kaputt gemacht habe ich schon ein paar Sachen. Bitte links halten. Und wir reden jetzt nicht über den Island-Vorfall. Das war wirklich meine komplette eigene Dummheit, als ich da in der Gegend rumgeguckt habe und zack, erstmal die rechte Seite da wegrasiert. Das wird mir auch kein zweites Mal passieren. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Rechts runter geht's zu Scania. So in meinem virtuellen Trucker-Alltag bin ich bis jetzt gefahren. Mercedes, da wart ihr allerdings noch nicht dabei. Volvo bin ich auch gefahren, MAN,
dann wart ihr beim MAN auch dabei. Dann kam der Renault. Dann kam der DAF. Der 106er. Danach der Scania, dann kurzes Intermezzo nochmal mit Renault und jetzt hier wieder im DAF. Ich muss auch sagen, ich fühle mich im DAF irgendwie mit am wohlsten. Marian mir hier irgendwo noch entgegenkommen wird. Ja, und hier ist dann auch für heute Schicht im Schacht. Ich hätte zwar noch ein bisschen was fahren können, aber hier kommt leider nichts mehr für eine Pause. Und hier weiß ich wenigstens, dass ich hier auch Dusche und WC und alles habe. So. Boah, Licht noch aus. Und hier habe ich wenigstens alles da, das Klo. Wir haben ja auch eine super Dusche und man kann ja auch noch wirklich gut essen. Und das werde ich auch noch tun. Gleich mal meine Sachen hier mitnehmen und dann ab dafür. Und bei euch bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Auch wenn es heute mal ein bisschen chaotisch war. Aber was heißt chaotisch? War halt mal ein bisschen wieder was anderes. Und beim nächsten Mal geht es genau an dieser Stelle wieder weiter. Also vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.